Ich heiße Alexander Petrenko, bin Priester der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, habe mein Theologiestudium im Westen der Ukraine in der Stadt Lemberg, im dortigen Lemberger Priesterseminar begonnen, zur Hälfte abgeschlossen und durfte dann im September 1998 nach Eichstätt kommen, um mein Studium hier fortzusetzen. Ich gehöre deshalb zur Gründergeneration der Studenten des Collegium Orientale und könnte Ihnen sicherlich eine lange Geschichte der Entstehung Schritt für Schritt mit vielen Details auch erzählen. Ich habe mein Grundstudium hier im Jahre 2002 abgeschlossen, war ein Jahr an der ukrainischen katholischen Universität in Lemberg tätig und danach hat mich mein Bischof freigestellt für ein Promotionsstudium, ebenfalls in Eichstätt, ebenfalls hier im Kolleg wohnhaft. 2008 war ich fertig mit meiner Promotion und bin eigentlich in Eichstätt hängen geblieben, nach der Diakonenweihe und Priesterweihe auch in diesem Jahr. Wurde ich zunächst mal zum Vizerektor hier ernannt, auf Anfrage des Bischofs von Eichstätt, mit Erlaubnis des Bischofs von Sokal-Joko, das ist mein Heimatbistum in der Ukraine. 6 Jahre lang war ich Vizerektor und jetzt bin ich schon im 5. Jahr Rektor im Collegium Orientale. Ich bin der 3. Rektor hier im Collegium Orientale und freue mich sehr, dass ich 2 wirklich sehr gute und kompetente Vorgänger hatte. Wenn ich meine beiden Vorgänger in Bezug auf das Collegium Orientale betrachte, dann kann ich sagen, dass die Aufgabe des ersten Rektors, des Gründungsrektors, war natürlich die Kräfte hier in Eichstätt zu konsolidieren und das Kollegium zu gründen. Und es hätte wahrscheinlich keinen anderen damals gegeben, der das zustande bringen konnte. Und auf der anderen Seite mein direkter Vorgänger Paul Schmidt, wenn ich seine Tätigkeit hier betrachte, dann muss ich oder darf ich sagen, dass sein großes Verdienst darin liegt, dass er das Collegium Orientale als Institution im Bistum Eichstätt wirklich richtig verankert hat, sodass man heute uns als 2. Priesterseminar des Bistums Eichstätt aus der kirchlichen Landschaft des Bistums nicht mehr wegdenken kann. Also wir gehören einfach dazu. Das Kolleg ist, dass Seminaristen, Diakone und Priester aus verschiedenen Ostkirchen zu uns kommen, hier in einer Gemeinschaft leben, im Collegium Orientale, dann an der benachbarten und partnerschaftlichen Institution, nämlich an der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studieren und nach ihrem Studium wieder in ihre Heimatkirchen, in ihre Heimatländer zurückkehren zu ihren Heimatbischöfen für den Einsatz dort zu Hause. Ich bin Georg Gegutschadze, ich komme aus Georgien, ich gehöre zur georgisch-orthodoxen Kirche. Also wie ist das also, dieses Zusammenwachsen der Konfessionen, es ist für mich
als Orthodoxe hat auch das sehr große Bedeutung. Und dann die Idee vom Gründungsrektor finde ich für sehr gut. Das ist eine Idee, die man früher auch machen musste, weil es ist immer leichter, wenn wir also als Orthodox und Katholiken also miteinander in eine Glaubenspraxis sozusagen begegnen, sei es Gebet oder sei es auch während des Theologiestudiums an der Uni. Und ich finde, das ist gut, weil wir können uns gegenseitig besser damit kennenlernen. Ich heiße Alex Thomas Pidigil, ich komme aus Indien. Ich gehöre zur Syro-Malankarischen Kirche in Kerala, Indien. Durch die Vielfalt im Collegium Orientale kann ich die Schönheit Christi gut entdecken. Es ist eine große und schöne Gelegenheit für mich selbst als künftiger Priester, um eine Weltanschauung zu bilden und viele Leute kennenzulernen. Wenn Sie sich unsere Studenten anschauen, dann kommt keiner zu uns in das erste Studienjahr. Und das ist eine klare Absicht und im Grunde genommen schon eine Teilantwort auf Ihre Frage. Und zwar, es ist fast eine nicht geschriebene Regel, dass wir keine Studenten aufnehmen von Anfang an. Denn wenn die Studenten zu uns kommen, begegnen sie fremden Kulturen, fremden Kirchen, anderen Riten und so weiter, dann müssen sie zunächst wissen, was sie selber sind. Okay? Was ihren Ritus, was ihre kirchliche Spiritualität angeht und so weiter. Deshalb müssen die Studenten zunächst zu Hause im Grundstudium mindestens 3 Jahre studiert haben. Also ich bin grundsätzlich gegen eine Inkubator-Spiritualität, wo die Leute in einem geschlossenen Raum sind und plötzlich, wenn sie diesen Raum verlassen, sich vielleicht auch verlieren. Sie sollen wissen, was das Leben draußen ist und was wir mit unserer christlichen Botschaft, mit einer reichen und erlösenden Botschaft in dieses Leben draußen alles bringen können, was wir den Leuten, den Suchenden alles anbieten können. Der Sinn, dass jemand im Collegium Orientale studiert, hängt auch ganz wesentlich damit zusammen, dass er natürlich einen akademischen Grad und auch ein Spezialstudium in Deutschland absolvieren soll. Und dazu ist eben eine sehr gute Kooperation mit der Theologischen Fakultät vonnöten. Ich selbst bin dadurch, dass ich den byzantinischen Ritus auch selbst praktiziere und ein großes Interesse für Liturgiewissenschaft habe, behandle ich mit verschiedenen Studierenden Fragen aus der byzantinischen Liturgiewissenschaft. Ein besonderer Schwerpunkt meiner Arbeit ist auch das Eigenprofil katholischer Ostkirchen. Ich freue mich dann zum Beispiel, dass aus der Slowakei ein Seminarist über Mikuláš Rusnak als einen bedeutenden Vertreter der slowakischen griechisch-katholischen Kirche arbeitet und befasse mich selbst gerne mit Themen der melkitischen griechisch-katholischen Kirche, wo ich selbst auch Archimandrit bin. Die Art und Weise, die Liturgie zu feiern, auf eine, sagen wir es, etwas mystische Art und Weise, hat mich von Anfang an sehr begeistert und hat mich in großem Maße angesprochen. Ich bin ein großer Freund von Ikonen. Ikonentheologie ist etwas, mit dem ich mich viel befasst habe
Und von daher würde ich schon sagen, der byzantinische Ritus ist meine geistige Heimat. An die letzte Begegnung mit dem Kardinal Klemis, dem Katholikos des Syrumalankaren aus Indien erinnern. Er war jetzt im Sommersemester 2018 bei uns. Und das hat er besonders hervorgehoben in seiner Ansprache, dass er gesagt hat, das ist wahrscheinlich der einzige Ort, wo verschiedene katholische unierten Kirchen zusammenkommen. Wenn Sie in Rom studieren, studieren Sie normalerweise an Ihren eigenen Kollegien und sind mehr oder weniger voneinander separiert. Ja? In manchen Kollegien gibt es auch mehrere Riten zusammen, aber nicht so viel. Hier dürfen alle zusammenkommen. Und so habe ich das auch als Student erlebt, als ich hierher gekommen bin. Wir haben zwar in der Theorie im Unterricht gelernt, wie schön die katholische Kirche ist, besonders mit all den Ostkirchen, aber das in der Praxis zu erleben, das war natürlich etwas Besonderes und das ist hier möglich. Christus, Christus, Christus.